Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Grünwald. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, wie versprochen, Cindy, ja, aus Grünwald, die Liebste von Ivo Grieschan. Zwei Künstler, die sich gefunden haben Anfang der 70er, haben wir schon gehört. Als er dann vom Flusse wegkam, kam Cindy. Cindy kam aus Amerika, California. Wann nach Europa, dann auch in den 60er? Eigentlich Ende der 60er Jahre bin ich hier. Direkt dann? Nein, ich war in England, Italien. So. Ich wollte Bühnenbild weitermachen, aber mit den Gewerkschaften war nicht möglich. Okay. Dann bin ich in Dänemark überall und die erste Arbeit habe ich für Susie Cards in Hamburg. Nein. Angefangen, Glückwunschkarten zu machen, aber von München aus. Also das Bühnenbild hast du dir aber auch erhalten, Trickfilm auch erhalten, in Deutschland dann. Das war ja auch, sagen wir mal, eine große Zeit, die 70er Jahre, oder? So, man lacht, weil ich habe eine Ausbildung bei Disney als junge Frau. Man hat gelernt, dass der Papierkorb zu lernen ist genauso richtig wie die Animation zu machen. Das war eine schöne Zeit. Und ich sag mal, wenn du einmal in Trickfilm bist, dann wirst du immer eine Trickfilmstudio irgendwo finden, wo man arbeiten kann. Du hast es gefunden. Und das war hier. Ich wohne in Grünwald und um die Ecke war ein Trickfilmstudio. Nein. Und da war ja gleich da, ja, ne? Da war ja der beste Platz. Da haben sie sich dann beide gleich niedergelassen. Es wuselt von Farben und Kinderfiguren und Spielfiguren und alles. Was ist dein wichtigstes Projekt gewesen, wo du gesagt hast, das war für mich kundgebend und das ist für mich das Wichtigste gewesen in meiner Karriere? Ich glaube, das erste Bühnenbild, was ich gemacht habe in Amerika für NBC, das war eine Sendung mit Bing Crosby. Nein. Und die Leute im Studio haben sich gewehrt, weil die haben die Gewerkschaften nicht gefragt, ob die dieses Bühnenbild machen kann. Und dann war das alles ruhig, aber die erste Zeit war im Studio und hat ein bisschen repariert. Und die alle Leute da haben gelacht und Witze über Bing Crosby. Bum, 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 bum. Und dann plötzlich mache ich etwas unten mit Kleber, Uhu. Und plötzlich höre ich es hinter mir. Bum, 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 bum. Ich drehe um. Nein. Und da stand dieser kleine Männchen. Und er hat gesagt, diese Sache ist viel zu schön für mich. Und dann bei der ersten Aufnahme im Studio, wo die Kameras und das beleuchtend gesehen, es war toll. Also das ist dann schon so der Meilenstein, den man sich auch ins Herz gebrannt hat. Ne? Das ist schon wichtig. Jetzt ist so, was ich interessant finde, du hast auch mit Loriot gemeinsam gearbeitet. Ja. Also auch wirklich große Menschen und Leute, die wirklich auch maßgeblich Unterhaltung geprägt haben in Deutschland. Mhm. Das geht aber noch weit. Du machst immer noch Wum und Wendelin. Seit 13 Jahren. Das ist irre. Das ist eigentlich echt Wahnsinn. Ich habe in den Studios mit ihm gearbeitet, auch mit Manfred Schmidt. Das ist der Vater von Nick Natterton. Und niemand lebt, die sind alle tot. Ich sage mit meiner Freundin Vera, wir machen das zusammen, Vera Brücker und ich, wir haben gesagt, wir sind die letzten Fossilen, alle anderen sind tot. Aber auch, muss man jetzt mal sagen, fossil im Sinne von dieser Art, wie du die Arbeit ausführst, oder? Also arbeitest du jetzt groß mit Computertechnik? Nein, oder? Überhaupt nicht. Alles mit der Hand. Das war auch, wo Loriot noch am Leben war, auch. Der hat mit Computer nichts zu tun. Nur der Sekretärin arbeitet, ne? Aber er hat das nichts. Und warum soll ich mich berauben von der Farbe, von den Pinseln, von der schönsten Arbeit mit einer Maschine, ne? Aber wie lernt man das heutzutage? Ein junger Mensch, der das jetzt machen würde, was du gemacht hast über Jahrzehnte, der kommt ja gleich, also nicht an die Haptik mit Pinsel und Farbe, der macht ja gleich Computer. Ja, und man sieht das. Man sieht die Trickfilme, wenn man sieht die Alt-Trickfilme von Disney und wie die schön war, lebendig war. Und jetzt ist alles perfekt, aber es hat eine gewisse Töte und es ist nicht mehr schön, es ist nicht mehr das. Die Substanz ist eine andere, glaube ich, oder? Was ist sonst noch, was dich begeistert? Also fernab der Arbeit, ist es wirklich? Eiscreme. Auch das kann ich weitergeben. Hast du dann manchmal hier am Tisch Eiscreme, die dir dann der Ivo bringt? Nein. Ivo, ha, bringst du ein paar Kugeln Eis dann immer vorbei? Hier nicht. Nichts, gar nichts. Wie lange sitzt du da an etwas, wie bist du im Arbeiten? Ja, es ist sehr verschieden, weil mit einer Zeichnung, manchmal brauche ich 10, 20 Zeichnungen, bis etwas sitzt.
Und ich bin dann immer unzufrieden und probiere noch. Und das ist auch, Ivo weiß es von seinen Porträts, wenn man zwei kleine Linien oder sowas in die Augen oder ein, es ändert sich total. Mhm. Es ist eigentlich, aber ich bin ein, wie ein Traktor, wenn ich arbeite. Das ist Traktor guy. Und ich arbeite so lange und so viel, weil ich mache viele andere Sachen auch. Bilder und Ausstellungen. Und dann plötzlich ist nichts mehr da, was man unten gesprochen hat. Ne? Und man, leer. Ja, und dann denkt man, mein Gott, es kommt nichts mehr, man ist blöd und kann nichts. Und dann plötzlich sieht man, ich weiß nicht, vielleicht ein Blatt oder ein Stein oder irgendetwas beim Eisessen zum Beispiel. Und dann plötzlich fängt das wieder an. Mir geht das auch immer so. Bei mir hört es aber beim Eisessen dann meistens auf. Da oben. Ja? Ihr Lieben, es war uns ein Fest, dass wir hier sein durften. Ich wünsche euch alles Gute und Wum und Wendelin, das ist die Cindy und noch so vieles mehr. Ich danke für die Zeit, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus. Ciao. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Grünwald. Wechseln Sie jetzt!